Der Unimog gehört heute zu den beliebtesten Basisfahrzeugen für Expeditionsmobile. Dank seiner Portalachsen, dem Allradantrieb und der im Detail immer weiter verfeinerten Technik zählt er zu den geländegängigsten Fahrzeugen, die auf dem Markt zu finden sind. Ist er heute in diversen Lebenslagen anzutreffen, wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich als Agrarfahrzeug konzipiert. ...1945 setzte sich der Diplom-Ingenieur Albert Friedrich in den Kopf, die für den geplanten deutschen Agrarstaat benötigten Fahrzeuge selber zu bauen. Das wurde von den Alliierten nur erlaubt, da es sich um ein reines Agrarfahrzeug handelte. Damit der Unimog entwickelt werden konnte, wandte sich Friedrich an die Fabrik Erhard und Söhne und bekam deren Zustimmung. Die Fahrzeuge sollten echte Allrounder werden und sich für den Ackerbau wie auch für die Waldarbeit eignen. Dafür durfte sich das Fahrzeug bei schwerem Zug nicht aufbäumen, weshalb das Gewicht im Gegensatz zu den damals gängigen Traktoren nach vorne verlagert wurde. Zusätzlich wurde er ausgestattet mit einem Allradantrieb, 4 gleich großen Reifen, Wetterschutz für Fahrer und Beifahrer, einer Ladefläche und einer Anhängerkupplung. Außerdem konnte er eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erreichen und hatte eine Spurbreite von 1,27 m, was damals genau 2 Kartoffelreihen entsprach. 1946 rollte das erste Versuchsfahrzeug aus der Halle. Bis auf die zu schwergängige Lenkung für den damals schnellen Unimog waren die Erbauer so euphorisch, dass direkt mit dem nächsten Prototypen begonnen wurde. Dieser löste bei den Vorführungen eine dermaßen große Begeisterung aus, dass die Firma Böhringer die Unimog-Produktion übernahm. Mit dem Aufschwung der deutschen Wirtschaft 1948 startete auch die Serienproduktion des universellen Motorgeräts. Den Verkaufszahlen konnte schon bald nicht mehr standgehalten werden und so wurde beschlossen, die Produktion des Unimogs zu verkaufen. 1950 kam es dann zu dem Vertragsschluss zwischen der Daimler-Benz AG und Böhringer. Aber welches Modell ist nun der perfekte Reise-Unimog? Davon gibt es gleich 6. Der kleinste. Von 1955 bis 1980 wurde der Unimog 404 gebaut. Er war der erste mit einem voll synchronisierten Getriebe. Der 2,2, später 2,6 Liter große Sechszylinder-Benzinmotor schaffte eine Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h. Der S, wie er auch genannt wurde und was für Sonderfahrzeug steht, verbrauchte etwa 20 Liter auf 100 km. Im Offroad gab es nach oben keine Grenzen. Trotzdem hat auch er heute noch seine Fangemeinschaft, die ihn nicht selten zu einem sparsameren Diesel oder auf Gas umrüstet. Der Oldie eignet sich ideal als Einsteigermodell für Leute, die mal etwas Unimog-Luft schnuppern wollen. Mit seinen kompakten Maßen und einem Radstand von 2,90 Meter ist er genauso groß wie ein SUV, der des BMW X5 misst sogar 3 cm mehr. Wer sich für einen U404 als Basisfahrzeug für ein Expeditionsmobil entscheidet, muss nicht lange suchen. Die S sind ab 6.000 Euro auf dem Markt zu finden. Der beliebteste. 1975 kam mit der Baureihe 435 eine komplett neue Unimog-Generation auf den Markt. Es waren die leistungsstärkeren Nachfolger des 404, die mehr Komfort und einen sparsamen Diesel boten. Der U1300L wurde von 1975 bis 1990 gebaut. Er hatte einen 6 Liter großen 130 PS starken Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 105 km/h auf die Straße brachte. War er anfangs noch ein Saugmotor, wurde er später mit einem Abgasturbolader ausgestattet. Das zulässige Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen erfordert bei Besitzern des Führerscheins Klasse 3 keinen erneuten Besuch der Fahrschule. Jüngere Overlander müssen noch einmal 1.500 bis 3.000 Euro in den Führerschein der Klasse C oder C1 investieren. Mit einer Nutzlast von 3 Tonnen ist er vielseitig einsetzbar. Man sollte bei den Aufbauten trotzdem darauf achten, sie nicht zu schwer zu gestalten. Unimogs sind keine Lastenträger und gerät die Wohnkabine zu schwer oder zu lang, nimmt man dem Wagen seine Offroad-Eigenschaften. Der Radstand von 3,25 m ermöglicht eine Aufbaulänge von 3,65 m. Mit dem U1300L als Basisfahrzeug für ein Expeditionsmobil hat man das Gefühl, nichts falsch zu machen.
So ist er innerhalb der Unimog-Familie aus gutem Grund das meistverwendete Fahrzeug für diesen Zweck. Er ist wesentlich moderner als sein Vorgänger, kann jedoch schon als Oldtimer zugelassen werden, was ihn im Unterhalt finanziell attraktiv macht. Auch in der Anschaffung ist er noch ein richtiges Schnäppchen gegenüber seinen jüngeren Brüdern. Ab 16.000 Euro gibt es Fahrgestelle in gutem Zustand. Der Exot. Im Jahr 1988 kam die neue Baureihe 437 und mit ihr die bisher größten Unimogs auf den Markt. Wichtige Neuerung? Der 6 Liter große bis zu 240 PS starke Motor OM366. Der U1350L ist der kleinste Typ der Baureihe 437 und mit gerade mal 150 produzierten Fahrzeugen eine Rarität auf dem Markt. Er besitzt 136 PS und eine Nutzlast von 3,6 Tonnen, was ihm eine größere Zuladung ermöglicht als seinem Vorgänger. Er hat den gleichen Radstand wie der U1300L, was auch ihm eine Aufbaulänge von 3,65 Metern ermöglicht. Auch in Sachen Schalldämmung hat sich das Fahrzeug weiterentwickelt und macht längere Reisen angenehmer. Daimler investierte in ein neues Getriebe, Lüfter und eine schallgedämpfte Auspuffanlage. Sein größerer Bruder, der U1550L, ist fast identisch, leistet aber entscheidende 19 PS mehr. Häufig wurde er für Expeditionen und Militäreinsätze verwendet und erwies sich dort als extrem verlässliches Fahrzeug. Der Exotenstatus kostet. Für ein Basisfahrzeug des U1350L und des U1550L zahlt man über 40.000 Euro. Das Schwergewicht. 1989 kam der U2150L38 mit 214 PS oder auch als U2450L38 mit 240 PS zur Baureihe 437 dazu. Diese Mogs der sogenannten schweren Baureihe wurden häufig als Löschfahrzeuge verwendet, da sie im Gegensatz zu anderen Feuerwehren schneller am Unfallort ankamen. Ihr Plus war die Geländegängigkeit und die Beschleunigung von 25 Sekunden auf 80 km/h. Das Fahrerhaus bietet höheren Komfort und mehr Sicherheit als die Vorgänger, was ihn für Langzeitreisende interessant macht. Das zulässige Gesamtgewicht liegt zwischen 12,5 und 14 Tonnen, was bei einem Leergewicht von 5 Tonnen eine Zuladung von 7 bis 9 Tonnen ermöglicht. Ein Radstand von 3,85 Meter erlaubt Aufbauten von 4,45 Meter. Er ist damit der Begleiter für alle, die nichts davon halten, mit leichtem Gepäck zu reisen. Der U2150L38 und der U2450L38 sind nicht wirklich häufig auf dem Markt vertreten. Wer ihn trotzdem sein eigen nennen möchte, sollte von Preisen um die 40.000 Euro ausgehen. Der größte. 1995 wurde die Baureihe 437 um das letzte und größte Dickschiff der Reihe erweitert. Sein Einsatzbereich lag darin, Personen und Material auch im schwierigen Gelände schnell von A nach B zu bringen. Da er gegenüber Kälte und Hitze sehr unempfindlich ist, wurde er vor allem im Katastrophenschutz, bei der Feuerwehr oder für Expeditionen verwendet. Der dreiachsige U2450L bringt leer 6,9 Tonnen auf die Waage, was eine Zuladung von 10 Tonnen möglich macht. Bei einem Radstand von 3,90 Meter plus 1,40 Meter für die hintere Achse ermöglicht er eine Aufbaulänge von bis zu 6 Metern. Der Unimog ist ausgestattet mit pneumatisch zuschaltbaren Differentialsperren für alle drei Achsen. Er ist ein Fahrzeug für alle, die kein Problem damit haben, aufzufallen. Denn eins kann man mit dem Riesen definitiv nicht mehr: unauffällig reisen. Um einen dreiachsigen Unimog 2450L als Basisfahrzeug zu finden, sollte man viel Geduld mitbringen. Kostenpunkt ab 100.000 Euro.
die modernsten. Die jüngste Baureihe trägt den Namen U4023 und U5023, wird seit 2014 gebaut und ist der Nachfolger des U4000 und U5000. Der 5 Liter große Vierzylinder-Dieselmotor hat 231 PS und entspricht der Euro 6 Norm. Somit ist er für all jene was, die auch in Stuttgart bis vor die Haustür fahren möchten, ohne dabei auf die älteren Oldtimer zurückgreifen zu müssen. Damit der Mock den Umweltbestimmungen angepasst werden konnte, musste Mercedes einen Mittelmotor einbauen. Durch die Umplatzierung konnten die Zusatzaggregate untergebracht werden, welche für bessere Abgaswerte sorgen. Durch die neue Lage wurde die Rahmenkröpfung weiter nach hinten verlegt und zusätzlich ein niedrigerer Schwerpunkt erreicht. Ergebnis: bessere Eigenschaften im Offroad-Einsatz. Das neue Getriebe wird jetzt über einen Lenkstockhebel an der Lenksäule bedient. Zusätzlich wurden die Schaltzeiten optimiert. Sie sind jetzt kürzer, was wiederum der Langlebigkeit des Getriebes zugute kommt. Der Radstand von 3,85 m ermöglicht eine Aufbaulänge von bis zu 4,45 m. Für den U4023 bezahlt man neu 139.000 Euro als Basisfahrzeug, 145.000 mit Dreipunktlagerung aufwärts. In einer über 70 Jahre langen Ära ist für jeden was dabei und so findet hier jeder Typ seinen speziellen Typen. So individuell wie der Unimog sein kann, so einmalig sind auch die Ansprüche an ihn. Ob handlich und fast schon für die italienische Kleinstadt geeignet oder groß und für den kompletten Haushalt ausgelegt.